Hallo, hier ist Manuel aus der Landesecho-Redaktion. Heute nehme ich euch mit auf eine Metrofahrt, aber nicht alleine, sondern mit der Fanny. Ja, hallo, ich bin die neue Praktikantin beim Landesecho und ich mache hier für 3 Monate mein Praktikum. Genau, wir sind hier gerade am Friedensplatz, am Namistimiru, und gehen hier auch zu der Metrostation. Das ist die tiefste Metrostation der Prager U-Bahn, der Metro, und gleichzeitig auch die zweittiefste Metrostation in der Europäischen Union, ich glaube nach einer Station in Barcelona. Davon könnt ihr euch gleich einen Eindruck verschaffen. Ja, Fanny, das war jetzt deine erste Metrofahrt in Prag. Wie war das so für dich? Ja, also ich würde sagen, spannender als die bis jetzigen Fahrten, die ich mit der Bahn in Deutschland kenne. Die Rolltreppe war auf jeden Fall sehr spannend. Es ging sehr steil runter, so circa 2 Minuten. Und die war auch viel schöner irgendwie sonst, als ich mir vorgestellt hatte. Nicht so dreckig, wie ich es bisher kenne. Also ja, für eine Metrofahrt sehr schön. Und was findest du an der Prager Metro besonders? Was gefällt dir? Also besonders gut an der Metro in Prag finde ich eigentlich die Taktung. Morgens und abends zur Rush-Hour fährt die Metro ungefähr alle 2 bis 3 Minuten und das finde ich einfach unschlagbar. Das heißt, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und in die Redaktion fahre, dann schaue ich gar nicht auf den Fahrplan, wann die nächste Metro kommt, sondern ich gehe einfach los und muss vielleicht maximal 2 bis 3 Minuten warten. Und das finde ich halt echt toll. Was mir nicht so sehr gefällt, ist, dass die Metro nachts nicht fährt. Also ich glaube, die letzte Metro fährt so gegen 1 Uhr. Aber sonst finde ich die Metro eben wirklich genial. Man kommt überall sehr schnell hin und die Metro an sich ist ja auch super schön. Also die Stationen und so weiter. Also, ja. Und hier oben an der Anzeigetafel erkennt man, wann die Bahn kommt. Das heißt, man muss eigentlich nie lange warten und kann direkt sehen, jetzt kommt die so in, jetzt geht's gleich wieder da, in 1:30. Also wir machen gerade so eine kleine Rundfahrt mit euch durch die Metro und steigen ein paar Mal um. Jetzt sind wir gerade hier an der Station Florenz. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon mal mit dem Bus nach Prag gefahren seid, weil sich hier der Busbahnhof befindet.
Was man auf jeden Fall wissen sollte, die Stationen sind ziemlich groß und die Ausgänge liegen auch dementsprechend weit auseinander. Also wenn man irgendwo hin möchte, sollte man schon wissen, welchen Ausgang man nimmt, weil man sonst auch an der Oberfläche noch ziemlich weit laufen muss. Ja, hier beim Museum ist jetzt unsere Fahrt zu Ende und wir gehen zurück in die Landesecho-Redaktion. Ja, wenn ihr mal in Prag seid, wir können euch sehr empfehlen, auch mit der Metro zu fahren. Es ist wirklich ein tolles Erlebnis, es sind schöne Stationen und nicht zuletzt ist es natürlich auch relativ günstig. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.